greife. Was haben wir eigentlich für Meilensteine zur Verfügung? Ein Kopfgeld von 10.000 erreichen, also Pipifax. Sachschaden von 30.000, Pipifax. 5-minütige Verfolgung verwickeln, Pipifax. 4 Straßenbären umfahren. Das wird mit dem Stand, den wir gerade haben, ein bisschen schwieriger. Und ja, 3-mal blitzen lassen. Ich würde sagen, wir fangen mit... Womit fangen wir denn an? Von wo aus auch? Oh, nein. Du willst immer da unten anfangen? Ah, das sieht eigentlich ganz gut aus. So, Kopfgeld von 10.000 und Sachschaden von 30.000 werden wir dann jetzt mal so nebenbei erledigen und dabei unseren Verfolgungslevel etwas hochtreiben. Und ich hoffe, ich entkomme jetzt nicht direkt am Anfang. Ich nicht. Sehr schön. Ja, oh, die Sonne die blendet, das ist so schön. Ich finde das einfach klasse. Oh Gott, ich will hier kommen. Komm schon, hallo. Hallo. Polizei. Polizei. Hallo. Polizei. Oh, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Hallo. Auf der Carlton Town Road. Einsatzleitung bestätigt Absperrung. Witz los. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Also nochmal von vorne. So, ja, wir machen jetzt das mit der Polizei und vielleicht haut das auch diesmal dann hin. So, wir wollen hier rechts. Komm mit. Ja, komm mit. Ja, komm. Oh, komm doch her. Ey, guckt euch das mal an. Der ist zu blöd, um da in die Ecke zu fahren. Ja, je. Naja, Stufe 1. Oh, guck mal, wie aber schnell unsere Verfolgungsleiste da anwächst. Also ich denke mal, das sollte nicht allzu lange dauern, bis wir dann noch das mit den Straßensperren machen können. Ich denke, wir werden alle Erfolge sofort gleichzeitig machen. Insofern, denn die wunderschöne Polizei mal mitmacht. Ich muss hier stehen bleiben und auf die warten. Ist das peinlich oder ist das peinlich? Ist das eigentlich peinlich? Ich hasse es. Ich stehe die ganze Zeit auf den Kommen. Das geht nicht. Bullsmut oder Baylor Boulevard? Wir fahren über den Boulevard. Da können wir ein bisschen shoppen eventuell. Oh, verdammt, da bin ich ja voll reingefahren. Ärgerlich. Vielleicht ist dadurch auch unser Verfolgungsschaden etwas gestiegen. Oh, ich dachte jetzt schon, er hätte sich gedreht, deswegen habe ich gedacht, ah, sie sind zu zweit, wunderbar, dann können wir ja hier mal reinfahren. Denn hier steigert sich unser Verfolgungsschaden auch etwas. Und ich hoffe, ich werde die Polizei damit nicht los. Denn die ist ja einfach mal der Meinung, überall reinzufahren. Ja, da ist nur noch ein Meter bisher. Komm, wir fahren hier links rein. Oh, nee, ich muss wieder anhalten und warten. Obwohl, nee, eigentlich muss ich nicht, weil rein theoretisch sind wir jetzt auf Stufe 2 hochgegangen. Müssen die doch jetzt gleich hier irgendwo auftauchen? Na, komm schon. Oh, ihr müsst doch hier irgendwo. Kommt schon, ich brauche euch. Hallo. Ja, da hinten. Wunderbar, sogar eine Sperre. So, ein bisschen Überlebenszeit rausholen. Wir wollen hier da reinknallen. So, gut dran vorbeigehen. Erste Straßensperre und habt ihr gesehen, wie schnell da das der Sachschaden wächst, wenn wir das machen? Und die Flotti zu Totti geht da durch. Tja, das war Straßensperre Nummer 1 und ich würde sagen, dann besorgen wir uns gleich mal Straßensperre Nummer 2. Geht eigentlich am besten, wenn ich jetzt hier auf den Highway fahren würde, aber gerade weiß ich nicht, wo der Highway ist. Oh, das tut mir aber leid. Ich wollte ihn nicht auslösen. Nein, ich habe ihn ausgelöst. Oh nee, komm schon. Komm hier hinterher, komm. Na, hi, bleib doch nicht da hinten stehen, die Nase. Komm schon. Alle Einheiten der Code-3-Verfolgung. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen. Oh, jetzt hat er mich endlich wieder. Danke, dass du mich endlich wieder hast. Hallo, hier bin ich. Ach, du kommst gar nicht zu mir. Na egal, dann sag den anderen Leuten Bescheid, dass ich hier bin, oder? Doch, der hat sich wieder daran vorbeigeschafft. Sehr schön. Ah, klasse. Ich dachte schon, dass ich jetzt versaut. Moment, ich kriege gleich ein Update rein. Ja, genau. Wo du es eben gerade sagst, Moment, ich möchte ja nochmal umdrehen. Denn da hinten ist eine Straßensperre. Ich bin allein. Nein, die Straßensperre ist wieder weg. Genau, baut sie doch einfach wieder ab, wenn ich da hinten durchfahre. Bei deiner Hand vorbei. Sag mal, Kollegen, fährst du lang? Na komm, wir verarschen ihn jetzt mal.
Haha, guck mal. Wir sind im Kreis gefahren. Ich wollte gerade sagen, bist du jetzt total bescheuert? Ich stehe neben ihm und stehe auf Flucht. Oh, war eh. So, Mister, ruf mal bitte Verstärkung. Das ist doch eh nicht gemacht. Oder sei jetzt mal so böse, dass ich jetzt dein Kaffee verschüttet habe und dein Donut kaputt gegangen ist, dass du mich endlich vernünftig verfolgt. Ist super. So, wo ist er? Was forderst du an 10,85? Du forderst ihn gerade mal an, dass du scheiße. Ich hoffe, jetzt nicht kaputt geht. Doch, er ist kaputt gegangen. Oh nein! Polizei, ach danke schön, das ist ein neuer. Ja, dann komm jetzt mit endlich. So, wir wollen aber jetzt endlich dann bitte in diese Richtung weiterfahren. Habt ihr jetzt immer noch damit ein Problem oder nicht? Oh, zwei Meilensteine haben wir schon gleich erreicht, beziehungsweise drei. Wir arbeiten eigentlich nur noch an den Straßensperren. Der Rest ist Pickelfax, der erledigt sich nebenbei. So, fährst du mir jetzt vernünftig hinterher? Hallo? Bist du zu blöd, um einfach mir hinterher zu fahren? Ja, endlich. Hat er geschafft. Und dafür musst du dann auch hier direkt alles kaputt machen. Na, komm her. Bist du in 30 Sekunden da? Dann hoffe ich doch mal, dass du dann was drauf hast. Wenn ich hier den da hinter mir sehe, dann bezweifle ich das so ein bisschen. Ich brauche die Rungenzieherstufe 3. Aber das habe ich ja gleich. Oh. Immer dieses Stop and Go. Das ist schlimm. Aber wo fährt der lang? Oh, ich fahre in die Raffinerie. Es ist natürlich schlimm. Schafft er den Sprung? Ja, hat er geschafft. Wunderbar. Ja, dann komm, fahren wir jetzt. Ja, schön machst du das. Fein machst du das. Pass auf mit den Taxifahrern. Die sind ganz gemein und böse. Wir sind ganz alleine hier. Habt ihr noch andere Einheiten in der Nähe? Oh, jetzt fragt er schon nach Hilfe. Oh, komm mal. Komm schon. 60 Sekunden müssen die nächsten Einheiten kommen. Ja, die hat er auch bitter nötig. Rein theoretisch könnte ich den jetzt kaputt machen, aber ich will ja alles mit einem Schlagdeck haben. So, das war mal so eine Abkürzung, um die euch jetzt zu zeigen. Oh, scheiße, ich hab den Wagen kaputt gemacht. Oh, nee. Ah, da hinten ist ein neuer. Gut. Glück gehabt. Unterstützungseinheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Nein, die Verstärkung wurde zugesetzt. Ich glaube, es wieder zwei Minuten, bis neue kommen. Oh, bitte, tut mir das dann nicht an. Wie komme ich eigentlich von hier aus am besten auf dem Highway? Nee, Verfolgungsdauer wollte ich jetzt nicht sehen, genau die Straße. Das wollte ich jetzt sehen. Geradeaus. Eigentlich immer fast immer geradeaus. Ja, das ist schön. Das kriegen wir ja hin. Und vielleicht geht er es hinter uns auch hin. Wir werden sehen, aber ich bezweifle es jetzt ein bisschen. Es ist öfter die Frage aufgekommen, was ist denn, wenn ich jetzt mit 50 an Autos oder an der Polizei vorbeifahren würde. Wäre egal, da ich eine Fahndungsstufe habe. Die würden trotzdem auf mich aufmerksam werden. Wenn ich keine Fahndungsstufe hätte, dann würden sie nichts sagen, aber... ich wollte nicht wissen, wie schwer das ist. Ich habe das damals in GTA zum Beispiel versucht. Und das ist einfach... denn man drückt einfach nur Gas und hoch. Schon einmal 50 Sachen drauf. Das geht so schnell. Das kann man kaum vernünftig regulieren. Einheit ist direkt vor mir. Folge jetzt einfach. Einheit ist direkt vor dir? Wo denn? Ja, wo seid ihr denn? Ja, zeigt euch doch mal. Komm, wir wollen alle mitspielen. Oh ne, ich hab ihn schon wieder verloren. Nein, da ist er wieder gut. Wunderbar ist das immer, das ist gut in die Seite gemacht. Charlie 8, bitte schnellstmöglich Lagebericht. Ja, Lagebericht? Lagebericht sieht so aus, dass ich immer Stop and Go machen muss, damit der hinter mir herkommt. Jetzt würde ich Pfeife da. Er macht sich selber wieder kaputt, ich fasse. Oh, danke, das neue aufgetaucht. Ich muss aber da lang. Oh, ich gehe voll auf die Bremse. Ja, ich bin böser Blut. Ja. Ich fahre jetzt einfach mal ohne zu lenken, weil ich mir meine Fanta aufmache. Die Polizei hat ja eh nichts drauf. Oh, verdammt. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht machen. Trinken Schluck. Und fahr um die Straßensperre herum. Lustigerweise befindet hier oben eben gerade ein Rennen statt. Müsst ihr mal auf der Minikarte drauf gucken.
finde ich irgendwie ironisch. Und wir sind jetzt gleich auf Stufe 3. Komm, spiel über. Gib mir SUVs. Danke. Und Alarmstufe 3 steigt.